Wenn Sie ausrücken, dann in voller Montur. Damit Feuerwehrleute bei Einsätzen bestmöglich geschützt sind, müssen Sie gut ausgerüstet sein. Bei der derzeitigen Hitzewelle in Deutschland eine schweißtreibende Angelegenheit. Klar, es ist heiß, aber dann, wenn man sich auszieht, merkt man ja schon, wie heiß es dann wirklich ist oder war. Helm, Mantel, Spezialschuhe, all das soll vor der Gefahr bei Ihrer Arbeit schützen. Doch was der Hitze von außen trotzt, hält die Wärme auch von innen. Die Wärmeabfuhr von innen ist natürlich auch gehemmt. Also nicht wie bei einer Sportkleidung, dass die abtransportiert wird, sondern hier haben wir schon einen merklichen Rückhalt der Wärme im Körper. In Brandräumen kommt neben der wenig atmungsaktiven Ausrüstung zusätzlich noch mehr Ballast auf die Feuerwehrleute zu. Luftvorräte und sogenannte Atemanschlüsse haben ein stolzes Gewicht. Je nach Gerät haben wir hier gut und gerne 16 Kilo, die der Geräteträger dann zusätzlich dabei hat. Mit der persönlichen Schutzausrüstung, die wir hier haben, kommt man dann ohne Zusatzausrüstung gut auf 20 Kilo, die der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau zusätzlich mit sich rumtragen muss. Hitzefrei gibt es für die Feuerwehrleute natürlich nicht. Doch auch für sie gilt: In jedem Beruf überall darauf achten, Pausen einlegen, Schatten suchen, ordentlich trinken.